herzlich willkommen zur Heute-Show. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Danke sehr. Die Heute-Show. Und wie lange machen wir die Sendung jetzt schon? Ich glaube, seit 2009. 3 Jahre, meine Damen und Herren, hat es gedauert. Aber jetzt haben wir ihn gefunden. Den lustigsten Clip aller Zeiten. Meine Damen und Herren zu Hause, schicken Sie die Kinder aus dem Zimmer, schneiden Sie sich an, machen Sie die Hose auf. Der lustigste Satz ever. Diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren. Hat sie wirklich gesagt? Den musst du erst mal bringen. Die erfolgreichste Regierung seit der Wiedervereinigung. Was sagt man dazu? Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ja, gut. Aus Frau Merkels Sicht stimmt das natürlich. Ne? Die Regierung, die sie davor in der DDR erlebt hat, war sicherlich um Längen erfolgreicher, meine Damen und Herren. Man muss es jetzt vielleicht erklären. Im Bundestag war diese Woche Haushaltsdebatte. Das ist Wahlkampf pur. Das hat mit der Realität, wie wir sie kennen, nichts zu tun. Im Grunde, wie erkläre ich Ihnen das, im Grunde ist es sowas wie die deutsche Meisterschaft im Schwachsinn labern. Wir haben die Praxisgebühr abgeschafft. Meine Damen und Herren, da sagen Sie einfach mal Danke an die FDP, die das ermöglicht hat. Ja, ist klar, Freunde. Ich mache ja viel mit, aber Danke sagen an die FDP. Danke sagen an die FDP, da veröde ich mir eher mit einem rostigen Lötkolben die Hämorrhoiden, meine Damen und Herren. Was die Kanzlerin, ich kann nur raten, vermutlich sagen will, dank ihrer Regierung laufen so viele Sachen so viel besser in diesem Land. Wenn auch, das gibt sie zu, noch nicht perfekt. Wir haben inzwischen mehr Migrantinnen und Migranten, die auch einen Schulabschluss machen. Es sind immer noch zu viele. Ja, genau. Zu viele Migranten werden hier viel zu schlau, meine Damen und Herren. Aber Sie merken, die Kanzlerin war gut drauf bei dieser Generaldebatte. Und ich sage, kein Wunder, denn ihr Rivale, Peer Steinbrück, ist gar kein Rivale mehr, sondern, hier, wie heißt das andere Wort noch? Opfer, genau. Der Pannenpeer, formerly known as Kanzlerkandidat. Sein Online-Manager musste schon nach 2 Tagen wieder gehen, weil er früher für Hedgefonds, also für gelernte Verbrecher, gearbeitet hat. Das ist blöd, echt blöd. Sogar Rainer Brüderle, der Erfinder des Fettnäpfchens, lacht sich scheckig. Die Welt titelt Steinbrücks Heuschrecke, entsetzte Genossen. Sie haben den Autor des berühmten Buches Scheißkerle als Online-Berater vorgesehen und dann wieder getrennt. Erneut ein genialer Griff in die Personalkiste. Tja, tiefer Rainer Brüderle. So, jetzt ist es passiert. Tiefer kannst du nicht mehr sinken, Steinbrück. Wenn sich hier sogar der alte Lehrgutsammler Brüderle über dich lustig macht. Zum Glück waren weite Teile seiner weiteren SPD-Attacken null zu verstehen. Das haben Sie gemacht, in die Schwangsreserve einzugreifen und Sätze aufzuplustern. Wie aufgeblasene Maikäfer ist zutiefst unredlich. Hä? Seit wann kann man bitte Maikäfer aufblasen? Das ist, ja, oder? Oder hier. Oder verwechselt er das mit den Dingern, in die er bei der Polizeikontrolle immer reinpusten muss? Ich weiß, ist egal. Die Angriffe bleiben jedenfalls nicht wirkungslos. Steinbrück ist nur noch in der Defensive in diesen Tagen. Und er hat ein tolles rhetorisches Stilmittel für sich entdeckt. Die sogenannte Frage. Ich stelle in diesem Zusammenhang auch die Frage, was ist eigentlich aus der Umsetzung des Wachstums- und Beschäftigungspaktes geworden? Wo ist Ihre Initiative für ein Entgeltgleichheitsgesetz? Haben Sie nicht bei Spanien die Hoffnung genährt, dass eine Direktkapitalisierung spanischer Banken aus dem ESM möglich ist? Aber wenn die nicht kommt, was heißt das für Spanien? Aber vielleicht gibt es einige Länder, die sich diesen Auflagen gar nicht stellen wollen. Wie spät ist es? Und warum frage ich Sie das alles? Weil ich vielleicht selber keine Ahnung habe? Na? Na? Immerhin, solange er uns Fragen stellt, wirft er wenigstens nicht um sich mit Nadelbaummetaphern. Wenn wir uns von Ihnen hinter die Fichte geführt fühlen in diesem Punkt,
dann werden wir Ihnen erneut die Kastanien aus dem Feuer nicht mehr rausholen, wenn Sie unsere Zustimmung wieder brauchen. Warte mal. Wachsen an Fichten überhaupt Kastanien? Also, ich habe mal so einen Film gesehen, der hieß Im Wald der nickenden Fichten, aber das führt zu weit. Nur in einem. Ja, super Film. Nur in einem. Hatte Steinbrück gestern völlig recht, die Euro-Rettungspolitik von Schwarz-Gelb, die ist wirklich nur noch frech. Ja, das ist Durchwursteln Deluxe, meine Damen und Herren. Ich habe das Gefühl, unser Kassenwart, Herr Schäuble, kriegt inzwischen schon beim Wort Europa Pickel. Ich glaube, das Vertrauen in die europäische Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt. Ja, gute Laune hat dein Gesicht, meine Damen und Herren. Und zwar nicht das von Wolfgang Schäuble. Das Geld, bitte mitschreiben, das wir den Griechen gegeben haben, ist der Hack. Das weiß inzwischen jeder Experte, jeder Grundschüler weiß das, jede Zimmerpflanze. Hört auf, uns was anderes zu erzählen wegen der doofen Bundestagswahl. Meine Güte. Ist das der neue Bond? Tatsache ist, ganz Europa setzt auf Deutschland. Denn wir sind zwei Sachen auf einmal. Deutschland ist in Europa Stabilitätsanker und zugleich Wachstumslokomotive. Was? Wie kann man denn gleichzeitig Lokomotive und Anker sein? Wie soll das denn gehen? Ah gut, so geht's. Ja, Herr Schäuble. Gute Frage. Lokomotive und Anker. Leute, Leute, Leute. Ja. Schwarz-Gelb, wie lange wollt ihr mit der Unser Geld ist nicht weg Scheiße noch durchkommen? Es ist noch fast ein Jahr hin bis zur Wahl, oder? Jetzt sind noch 10 Monate bis zu den Bundestagswahlen. 10 Minuten, ja. Das wünschen wir alle, dass das so wäre, aber so ist es ja leider nicht, ne? Was wollen Sie denn, Herr Große-Brömer, mit dieser Koalition, die jetzt noch ungefähr 10 Minuten im Amt ist? 10 Monate. Naja, wenn es zwei sagen, kriege ich langsam doch Hoffnung, meine Damen und Herren. Ja, Angela Merkel ist wahrscheinlich noch 10 Minuten im Amt und führt also nach eigenen Angaben die beste Regierung seit der Wende. Reden wir drüber mit unserem Experten für gestörte Selbstwahrnehmung, mit Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Olaf, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade noch mal gesagt, Angela Merkel spricht von der besten Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Kannst du das so ungefähr unterschreiben oder wo steht diese Regierung in deinem persönlichen Ranking? Ich will da gar nicht dran zweifeln. Wenn die Regierung sagt, dass sie die beste ist, dann wird das schon stimmen. Ne? Also es ist ja jetzt die dritte Regierung seit der Wiedervereinigung und die gehört für mich in die Top 3. Also ganz klar. Und ja, also ich finde auch Angela Merkel macht das wirklich gut, ist ja eine Frau. Und naja, da macht man ja normalerweise schon in der Planung immer so ein paar Qualitätsabstriche. Naja, Frauen verdienen ja auch weniger, ne? Und das muss ja irgendeinen Grund haben. So, also, und deshalb bin ich da sehr angenehm überrascht. Also innenpolitisch macht sie das sehr souverän, außenpolitisch, da, naja, fehlt ein bisschen der Glanz. So, also wenn sie jetzt neben Obama steht, da wirkt sie schon ein bisschen blass. Aber die Präsenz ist da. Absolut. Mhm. Herr Steinbrück gibt jetzt noch mal Gas, hat noch mal ein Interview gegeben und versucht gegenzusteuern wegen Nebeneinkünfte, Online-Berater etc. Aber er kommt noch nicht so richtig ran. Angela Merkels Popularitätswerte sind ungebrochen hoch. Hast du irgendeine Erklärung dafür? Warum ist die so beliebt? Ist sie beliebt? Ja, ja. Ich dachte nur in Griechenland. Bitte? Ich dachte nur in Griechenland. Nein, nein, nicht nur in Griechenland. Ach so. Ja. Naja, ich denke mal, das ist dann sie als Mensch. Also das hat sie sich erarbeitet. Ne? Also um Äußerlichkeiten dürfte es bei ihr nicht gehen. Also ich denke mal, naja, sie verfügt halt über eine immense fehlende Ausstrahlung. Und da erkennen sich viele zu Hause wieder und sagen, ja, das ist... Ja. Das bin ich. Ja. Ja, das ist meine Kanzlerin. Ja. Ja. Und sie... Sie gilt halt immer noch als die Frau, die unser Geld verteidigt. Heute schon wieder ein Euro-Gipfel geplatzt oder vertagt worden.
Die Bundeskanzlerin will nach wie vor erst nach der Wahl zugeben, dass das, was wir nach Griechenland geschickt haben, kein tolles Investment war, sondern einfach weg ist. Und wir müssen vielleicht sogar noch frisches Geld nachschießen. Oder siehst du das nicht so pessimistisch? Ich finde das relativ, das Geld ist ja nicht weg. Es ist ja nur woanders. Ne? Es ist ja jetzt bei unseren griechischen Freunden. Und dort gehört es ja auch hin. Ne? Ich meine, der Spyros, der Costa, wie sie alle heißen, der Mitsaki und der Meningitis. Ne? Die brauchen das Geld ja auch. Denn wenn dort schon Krise ist, dann brauchen sie ja wenigstens genug Geld, damit sie es gut gehen lassen können. Also das, ich denke, das ist ein Prozess, dass das Geld automatisch sich den Ort sucht, wo es gerne ausgegeben werden will. Also wenn ich Geld wäre, würde ich auch lieber kursieren an der Ägäis als irgendwo am Kiosk zwischen Bitterfeld und Bottrop. Ne? Man muss es mal aus der Sicht des Geldes sehen. Jetzt sind wir ja offensichtlich eine der wenigen Stimmen des Realismus, wenn wir sagen, das Geld wird futsch sein. Wie können wir denn die Deutschen behutsam darauf einstimmen, dass man sich von seinem Geld verabschieden muss? Weil wir Deutschen haben ja, glaube ich, eine sehr emotionale Beziehung zu unserem Geld. Unser Geld. Ich glaube, da fing es ja schon an. Mit dem Euro war ja da ein klaffende Klüfte klafften. Ne? Also ich finde das aber gut, dass dieser Schritt gegangen wurde. Denn so eine tolle Gemeinschaftswährung wie den Euro haben wirklich nur wir in Europa. Das hat man ja woanders auch probiert, überall gescheitert. In Afrika, der Afro. Ne? In Israel, die Juden wollten ja auch mal ein eigenes Geld, ne? den Judo. Und nur, hat sich nicht durchgesetzt. Hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Und wir haben jetzt diese tolle Gemeinschaftswährung, aber wir müssen erkennen, Geld ist nicht alles. Ne? Also jetzt in Zeiten der Krise müssen wir uns auf andere Werte besinnen. Wir müssen erkennen, Dinge wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Verantwortung. Ich liebe es, wenn du dieses Gesicht machst. Ja. Ja, aber man wird sich an meine Worte besinnen. Eines Tages wird es so sein, da kann man in den Laden gehen und sagen, ich hätte gern diesen Kühlschrank, ich schenke Ihnen dafür meine Hochachtung. So. Da müssen wir noch hinkommen. Aber offensichtlich sind die Menschen ja verunsichert. Sie wissen nicht mehr, wohin mit meinem Geld. Was mache ich damit? Gebe ich es für Immobilien aus, für Gold? Kaufe ich gar nichts mehr? Hast du noch Anlagetipps zum Schluss? Das Sicherste nach wie vor Pfandflaschen. Aber in Zeiten des Wandels heute, es gibt keine absolute Sicherheit mehr. Ne? Gold, das verrostet, die Immobilien stehen rum oder dann wohnt jemand drin. Ich halte es damit, mein Vater, Sportler, Fußballer, hat immer gut verdient, aber der hat das alles auf dem Altar der Lebensfreude geopfert. Also Geld, Alkohol, Frauen und den Rest hat er verprasst. Das ist der Spirit. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank. Olaf Schubert.